فاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Also, das haben sowieso schon alle gefragt, wo ist die Höhle? Die ist da ganz oben auf der Bergspitze. Und die ist da, wo die Menschen hochgehen. Ihr seht da so, na, so wie eine Ameisenstraße. Könnt ihr das so ganz klein erkennen, da hinten auf diesem Berg. Oben auf der Bergspitze ist die Höhle. Und da gehen auch überall so Menschen hoch. Wir machen diesen Wahnsinn natürlich jetzt nicht. Aber wenn jemand unbedingt hin möchte, der kann einem Taxifahrer, irgendeinem x-beliebigen Taxifahrer, einfach sagen, Rahul Hira. Oder Al-Hira wird wahrscheinlich reichen. Al-Hira weiß er Bescheid. Das ist der Name von der Höhle und der bringt euch dann schon an die passende Stelle. Also wer immer das machen möchte. Das ist keine Ibadah, ne? Man wird dafür nicht belohnt, dass man da hochsteigt. Ihr müsst damit rechnen, dass das ungefähr so anderthalb Stunden dauert. Also wenn, dann würde ich euch empfehlen, das vielleicht nach dem Fajr-Gebet zu machen, wenn jemand das möchte. Festes Schuhwerk, ihr müsst fit sein. Ja, der Weg ist auch nicht sonderlich befestigt. Zwischendurch sind mal Stufen, aber erwartet nicht Geländer oder ein Kiosk unterwegs. Also, ne? Da habt ihr was vor. Man kann das machen. Aber wenn ihr euch das alleine mal anschaut, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wenn ihr euch das mal anschaut, dann seht ihr schon, dass das nicht so leicht ist. Da geht man nicht mal eben hoch und setzt sich dahin. Das ist richtig Arbeit. Also da bist du schon aus der Puste. Und wisst ihr, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam da hochgegangen ist? Warum hat er das überhaupt gemacht? Ich meine, was gibt es in der Höhle? Da gibt es nichts Besonderes zu sehen, da gibt es nichts Besonderes zu trinken, da sind keine Leute. Warum ist er da hingegangen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist da hingegangen, um Zeit alleine mit Allah subhanahu wa ta'ala zu verbringen. Abgeschottet von der Welt. Nichts hören und nichts sehen. Keine Menschen, keine Tiere, keine Häuser, keine Familie, gar nichts. Einfach nur alleine mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine Sache, die selbst wir machen können heutzutage. Heutzutage sind wir den ganzen Tag mit lauter Sachen beschäftigt. Aber es gibt eine schöne Zeit, wo du diese Atmosphäre in so einer Höhle quasi nacherleben kannst. Und die beste Zeit dafür ist eigentlich jetzt im Winter. Eine Zeit, wo du diese Abgeschiedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala selbst in Deutschland genießen kannst, ist das letzte Drittel der Nacht. Das ist ungefähr wie da oben. Wenn du mal aufstehst, so eine Stunde vor dem Fajr-Gebet. Die ganze Welt schläft, das Haus schläft noch. Du bist alleine und liest irgendwo den Koran. Das ist eine ähnliche Atmosphäre. Und ich empfehle es auch den Leuten, dass sie sich wirklich Zeit nehmen, wo sie über Allah subhanahu wa ta'ala und über seine Verse nachdenken. Das schafft man sonst während des Tages nicht. Und macht das auch nicht einfach nur, indem ihr YouTube-Videos schaut oder ein Buch liest. So nehmt euch Zeit nur zwischen euch und Allah subhanahu wa ta'ala, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das hier gemacht hat. Und als die Offenbarung beginnt, war er wieder im Ramadan in dieser Höhle dort oben. Und der Engel Jibril kam zu ihm. Und er wusste erst gar nicht, wer das war. Man stellt euch das mal vor, ihr sitzt in der Höhle und plötzlich kommt ein Engel zu dir. Und der Engel spricht ihn an und sagt ihm, lies, Iqra. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich kann nicht lesen. Und der Engel Jibril fasste ihn so eng um, dass er schon Angst hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Und dann sagte er ihm noch einmal, Iqra, lies. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich kann nicht lesen. Und der Engel Jibril fasste ihn noch einmal um und drückte ihn. Und dann sagte er ihm beim dritten Mal, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Und das sind die ersten sechs Verse von der Sura Nummer 96, Al-Alaq. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Verse bekam, er rannte nach Hause. Ich meine, ihr musstet das vorstellen, den ganzen Weg nach Hause, ne? Vom Hügel runter, immer schneller, schneller, schneller nach Hause, zu seiner Frau Khadija. Und er sagte ihr, deck mich zu, weil er gezittert hat. Und ihr merkt an seiner Reaktion, das war nicht die Reaktion von einem Betrüger. Wisst ihr, wie die Betrüger das machen? Die kommen so ganz stolz und ganz cool, hey, ich bin der neue Prophet, ne? Das und das ist passiert. Aber er hatte Angst. Er kannte das nicht, er war darauf nicht vorbereitet. Und das Erste, wo er hinging, ist seine Frau. Und subhanallah, ihr merkt, was das für eine Ehe war zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seiner Frau Khadija. Als er in so einer Situation war, wo er so viel Angst hatte, wo sein Herz erschüttert wurde, wo geht er hin? Er geht nicht zu seinem besten Kumpel, er geht nicht zu seiner Verwandtschaft, zu seinem Onkel, all die Leute, mit denen er eigentlich gut klarkam. Da, wo er hinging, ist seine Frau. Da, wo er Trost gefunden hat, in so einer Situation, das war seine Frau. Und das sollte ein Ziel sein, was wir auch mit nach Hause nehmen. Dass wir eine solche Atmosphäre zu Hause schaffen. Zwischen uns und unserem Ehepartner. Dass der erste Gedanke, wenn es uns selber schlecht geht, wenn wir Angst haben, wenn wir in einer schlimmen Situation sind, dass wir zu unserem Ehepartner gehen. Dass wir so ein Vertrauen quasi zwischen uns schaffen. Und subhanallah, schaut mal, diese Botschaft, sie hat quasi angefangen, wo?
Der Prophet Sallallahu kommt nach unten und seine Frau Khadija nimmt ihn in den Arm. Sie hat angefangen, diese ganze Mission in den Armen von seiner Frau Khadija. Und ich habe in Medina einen Vortrag darüber gehalten, wo diese Botschaft aufgehört hat. Als der Prophet Sallallahu gestorben war. Er war gestorben in den Armen seiner Frau Aisha. Schaut, welche Bedeutung diese. Das waren nicht einfach so Begleiterscheinungen in seinem Leben. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er war sowieso der Prophet, der Gesandte Allahs dieser Ummah. Aber er hatte so eine enge Beziehung zu seinen Frauen. Die Botschaft, die ganze Mission fing an in den Armen seiner Frau Aisha und endete, Frau Khadija, und endete in den Armen seiner Frau Aisha. Wir sollten sehen, dass wir das mit nach Hause nehmen. Eine solche Atmosphäre schaffen mit unseren Ehepartnern, mit unserer Familie und dass wir uns auch Zeit nehmen für Allah SWT in der Abgeschiedenheit. Am besten kann man das machen im letzten Drittel der Nacht. Dass wir stehen vor Allah SWT, während die ganze Welt schläft. Barakallahu fikum.